funktioniert unsere wichtigste Sinneswahrnehmung, das Sehen? Und nebenbei, wie funktionieren Kameras? In diesem Video erkläre ich dir, wie man aus Licht Bilder von Gegenständen oder gar von der ganzen Umgebung erzeugt. Und diese Bilder entstehen dann zum Beispiel im Auge, auf der Rückseite, das ist die Netzhaut, oder in Kameras, früher auf Fotoplatten, heute eher auf sogenannten CCD-Chips. In diesem ersten Video geht es um die prinzipielle Bildentstehung, ganz einfach mit Hilfe einer Lochkamera. Es wird aber auch noch ein zweites Video geben, das dann die verbesserte Fassung mit Hilfe von Linsen beschreibt. Zuerst muss man dazu verstehen, wie Sehen überhaupt grundsätzlich funktioniert. Mal angenommen, wir haben hier einen Jungen, der ein Mädchen sieht. Dazu braucht er zuerst Licht. Das kann etwa von einer Lampe kommen. Die muss natürlich leuchten, das heißt Licht aussenden. Sehen macht man mit den Augen, das heißt, das Licht muss im Auge ankommen. Interessanterweise geht aber auch von dem Mädchen Licht aus. Genauer gesagt von jedem Punkt des Mädchens. Ich nehme hier mal einen Beispielpunkt. Ein Teil des Lichtes von der Lampe wird geschluckt. Der Rest, der die Farbe des Objekts angenommen hat, hier also rot, wird in alle Richtungen reflektiert. Unter anderem auch in das Auge des Jungen. Die Lampe ist damit Lichtsender und Lichtquelle, denn sie erzeugt auch selbst das Licht. Aber auch andere Objekte sind Lichtsender. Sie sind keine Quellen. Sie reflektieren nur das Licht und färben es dabei ein. Aber sie senden es. Das Auge hingegen ist ein Lichtempfänger. Und genau das ist dann auch Sehen. Sehen heißt, dass das Auge Licht empfängt, das von woanders abgesendet worden ist. Entsprechend heißt dieses Grundlagenmodell Sender-Empfänger-Modell. Wenn ein Objekt viel Licht in das Auge sendet, ist es hell. Bei wenig Licht ist es dunkel. Tatsächlich vermuten wir automatisch, dass ein helles Objekt, wie die Lampe, das Licht selbst erzeugt. Also nicht nur Lichtsender, sondern auch Lichtquelle ist. Meistens ist das richtig. Aber manchmal lassen wir uns auch täuschen. Ein Beispiel dafür ist der Mond, der nachts am Himmel so schön leuchtet. Er leuchtet auch wirklich, also er sendet Licht aus. Aber er erzeugt es nicht selbst, sondern er reflektiert nur das Licht von der Sonne, die wir selbst gerade nicht sehen können. Dass auch Objekte Licht aussenden, kann man dazu nutzen, um mit dem Licht selbst Bilder zu erzeugen. Ein Vorgang, der uns heute selbstverständlich erscheint, aber vor einer Reihe von Jahren war es nahezu unvorstellbar. Für Bilder brauchte man seinerzeit immer Maler. Heute reicht eine Kamera. Mal angenommen, ich möchte ein Bild dieses Spielzeugmännchens erzeugen. Dann muss ich es erstmal ordentlich beleuchten, damit es auch genug Licht reflektiert. Jetzt nehme ich mal wieder einen Beispielpunkt. So. Und der färbt das auftreffende Licht in seiner Farbe ein. Das ist hier jetzt orange. Und reflektiert es in alle Richtungen. So. Das gleiche macht aber auch ein anderer Punkt, etwa dieser hier. Und dieser macht auch das gleiche. Und auch von der Hose kommt Licht. Allerdings dann blaues. Etwa von diesem Punkt. Oder von diesem. Oder von diesem. Ihr merkt schon, wenn jeder Punkt Licht in alle Richtungen sendet, dann ergibt das ein heilloses Durcheinander. Ganz bestimmt kein Bild von dem Männchen. Dazu brauche ich einen Trick. Eine Lochblende. Das heißt eine undurchsichtige Scheibe mit einem kleinen Loch darin, wo das Licht durch kann. Dahinter kommt ein Bildschirm. Vielleicht hast du sowas schon mal selbst in Form einer Lochkamera gebastelt. Durch das Loch kommt vom ersten Beispielpunkt nur ein Lichtstrahl. Okay, gut, vielleicht auch eher ein schmales Strahlenbündel. Aber wir vereinfachen das jetzt und sagen, es wäre nur ein einziger Strahl. Dieser Lichtstrahl erzeugt auf dem Bildschirm einen entsprechenden Lichtpunkt, hier also einen orangenen Punkt. Auch vom zweiten Punkt kann nur ein Lichtstrahl durch das Loch und von den anderen Punkten auch. Alle in der Farbe des Objekts, das gerade reflektiert. Und so entsteht Punkt für Punkt ein Bild des Objekts auf dem Schirm. Noch kein sehr gutes zugegeben. Es ist dunkel und unscharf. Aber es ist ein mit Licht gemaltes Bild. Und damit die Grundlage, wie Sehen funktioniert. Oder Fotografieren. Zur Vertiefung kommt hier eine Formel. Solltest du in eine jüngere Klasse gehen, kannst du diesen Abschnitt überspringen. Oder dir entspannt ansehen in dem Wissen, dass du das noch nicht verstehen brauchst. Nicht, dass es schaden würde, wenn du es verstehst. Aber du musst nicht. Hier sind Objekt, Lochblende und Bildschirm nochmal knapp dargestellt. Ich reduziere jetzt die vielen Lichtstrahlen mal auf 3. Ein Beispielstrahl aus der Mitte. Sowie die Strahlen, die vom oberen und unteren Rand der Figur ausgehend durch das Loch verlaufen. Dann ist klar, dass dieser Abstand hier der Größe des Bildes entspricht. Physiker bezeichnen diese Größe üblicherweise mit einem großen B. Die Größe des Objekts selber nennen sie Gegenstandsgröße G. Wie weit der Gegenstand von der Lochblende entfernt ist, nennt man die Gegenstandsweite klein g. Den Abstand vom Bildschirm und damit vom Bild zur Lochblende nennt man entsprechend die Bildweite B. Jetzt brauche ich etwas Mathematik, die Strahlensätze.
Die werden bei uns in Niedersachsen derzeit in der Jahrgangsstufe 9 unterrichtet. Also nochmal, bist du in einer jüngeren Klasse, ist das für dich noch Zukunftsmusik. Der zweite Strahlensatz sagt, dass das Verhältnis der Weiten gleich dem Verhältnis der Größen ist. Die Gleichung kann man, wenn man möchte, auch so umstellen, dass Größe durch Weite beim Gegenstand genauso ist wie beim Bild. Ich will das jetzt nicht ausreizen, aber ich kann mal verraten, wer 3 der 4 Werte kennt und auch etwas Kompetenz beim Gleichungsumformung besitzt, der kann dann auch immer den 4. Wert damit ausrechnen. Dennoch ist das Abbild mit der Lochkamera etwas unbefriedigend. Es ist zwar ein Bild aus Licht, prinzipiell schon toll, aber das Bild ist unscharf und dunkel. Wie kann man das nur besser hinbekommen? Eine einfache Idee ist es, das Loch zu vergrößern. Schauen wir einfach mal, was dann passiert. Statt eines Lichtstrahls oder eines schmalen Strahlenbündels kann nun von jedem Punkt aus ein breiteres Lichtstrahlenbündel durch das Loch. Folge, das Bild wird heller. Ist ja aus mehr Licht. Das ist doch schon mal gut. Aber ich habe keine Bildpunkte mehr, sondern Lichtkreise. Millionen von Lichtkreisen, die sich alle überlagern. Und damit wird das Bild dann auch schnell wirklich richtig unscharf. Das heißt, ich kann eigentlich gar nichts mehr erkennen. Also auch blöd. Und damit haben wir die Stärken und die Schwächen der Lochabbildung auch schon vollständig erfasst. Wir sind in der Lage, als Licht, ein Bild, unsere Umgebung auf einem Bildschirm zu erzeugen. Aber es ist kein gutes Bild. Dunkel und unscharf. Aber ich fürchte, nur mit einer Lochblende geht es auch nicht besser. Um das besser hinzubekommen, braucht man Linsen. Wie das funktioniert, erfährst du dann im 2. Video. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.